Ich habe gesehen, jetzt diese Tage, wo du 6 gegen 6 gespielt hast, du hast nur 11 Spielerinnen gehabt und hast dann aufgefüllt mit jemandem aus dem Umfeld im Grunde, oder? Genau, also wie gesagt, unser Kader besteht quasi aus 13 Spielerinnen. Jetzt hatten wir diese Woche 2 Spielerinnen, die halt krank waren. Das heißt, wir haben natürlich aufgefüllt. Ich gucke dann immer, wir haben natürlich hier, wie gesagt, auch diesen Luxus, dass wir viele Trainer haben, auch die noch aktiv selber spielen. Ich habe selber einen jungen Co-Trainer, der selber noch bis vor einem Jahr aktiv gespielt hat. Jetzt hat es dazu gedient, dass wir halt erstmal auffüllen, dass wir 6 und 6 spielen können. Ich hole mir aber auch gerne Männer ins Training, um noch eine gewisse andere Härte zu produzieren im Training, weil Männer dann doch nochmal ein bisschen härter schlagen können als Frauen, ein bisschen höher schlagen können als Frauen. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben vor einer Woche im Pokal gegen Potsdam gespielt. Das war, denke ich, das wichtigste Spiel, was wir bis jetzt die Saison hatten, im Halbfinale. Und sind da auf Potsdam getroffen. Potsdam hat eine sehr, sehr gute Diagonalspielerin, eine Linkshänderin, Marta Drüpper. So, und die wollten wir natürlich gut vorbereiten. So, jetzt haben wir selber keine Linkshänderin, war es dementsprechend schwer für uns, sie vorzubereiten. Und ja, ich spreche dann mit meinem Staff, meinem Betreuerteam. Mein jüngerer Co-Trainer, der Paul, der hat noch gute Kontakte in die Volleyball-Szene, die auch hier so drumherum herrscht, in den Männerbereich. Und sage ihm dann manchmal auch ganz klar, ich brauche nächste Woche für 2 Tage einen Spieler, der Linkshänder ist, ungefähr die und die Parameter mitbringt. Und er guckt dann rum und versucht uns halt diese Spieler dann zu organisieren. Und wir hatten dann, wie gesagt, eine Vorbereitung auf Potsdam. Ein Linkshänder hier, Efrain Förster, der dann 2 Tage lang komplett diese Spielerin halt simuliert hat. Der wird dann vorm Training eingewiesen, manchmal sogar mit kleinen Videoclips, wo wir ihnen zeigen, wie diese Spielerin, was die Charakteristik ist. Ich sage, gebe ihnen klar vor, welche Richtung er aus welchen Situationen schlagen soll. Und so fangen wir dann an zu spielen und versuchen halt auch Potsdam dann zu imitieren. Quasi.